Hi Leute, der Sanu hier. Special Report zur Season 3 Vanguard und Project Resolve ging gerade zu Ende. Und alles Wichtige, was ihr wissen müsst, das packe ich euch in ein Video hier. Deswegen gehen wir auch direkt los. So, was geht mit Agent Kelso ab? Die Season 11, ne, wisst ihr, nach dem Angriff auf das Weiße Haus ist Kelso nach New York abgehauen. Und seitdem ist sie nicht mehr aufgetaucht. Das ist das ganze Thema der neuen Season. Und unser Ziel ist, herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Ne? Dadurch gibt es wieder einen anderen Twist. Ihr wisst ja, von den Manhunts. Am Anfang war es so, dass man vier Ziele eliminieren musste. Dann kam die Sache mit den vier Zivilisten, die man retten musste, was auch ein bisschen anders war. Und halt jetzt sind wir quasi auf Spurensuche und sind eher so ein bisschen investigativ unterwegs. Deswegen bin mal gespannt, ob sich das entsprechend doch anders anfühlt. Ich hoffe es zumindest. Bin echt gespannt. So, das hier ist der Kalender für die neue Manhunt und die entsprechenden Bekleidungsevents. Davon wird es auch wieder zwei geben. Eines ist ganz neu, das ist Militär-Style. Und das andere ist ein wiederkehrendes. Das ist, ja, Cleaner und Riker inspiriert. Da gehen wir aber später nochmal drauf ein. Hier ist der Trailer zur Season 3, geiler Style, plus die ganzen Inhalte, das seht ihr mal kurz hier. I trust Kelso. I don't believe she could be a hunter. But trust has to be earned. When we put it in the wrong people. Just look at what's happened to this country. Agents were trained to blend in, to hide in plain sight. How can we know their true mission? We can't survive without trust. I trust Kelso. But I've been wrong before. Hier seht ihr den Style des neuen Aegis Gear Sets mit deutlicher Anlehnung an das Last Man Battalion aus Division 1. Richtig, richtig cool, finde ich. Also optisch finde ich es richtig cool. Und hier sind die neuen Exo-Handschuhe, die Rug Gauntlets. Hier seht ihr die neue Exo-Pistole Mosquito. Das hier ist die neue Exo Vindicator, das Gewehr, die exklusiv für den Descent, für den Abstiegsmodus kommt. Und ähnlich quasi der Ouroboros besteht eine hohe Möglichkeit, dass beide auch in die Dark Zone mit der Zeit kommen. Ne? Wenn man sie einmal besitzt, dann kommt sie nicht wie andere Exos in den allgemeinen Lootpool. Sie bleibt erstmal exklusiv im Descent, im Abstieg. Des Weiteren gibt es die PTS-Resultate. Das Behind-You-Talent, also das Hinter-Dir-Talent, kommt nur für Sniper und Gewehre. Das war anscheinend auch von Anfang an so geplant. Natürlich aus Balancing-Gründen, weil entsprechend auf manchen Waffen könnte das echt zu Problemen führen. Was ich persönlich auch einsehe. Die Talente-Änderungen waren quasi, weil sie von den Werten her ein bisschen gedrosselt wurden. Die Talente-Änderungen waren als additiv gekennzeichnet. Ne, quasi mit den 60% fürs perfekte Talent und 40 für das normale, wurden im Hintergrund aber verstärkt, also multiplikativ gerechnet. Die Berechnung bleibt, nur der Anzeigewert sinkt dabei etwas. Das heißt, es soll laut Massive soll das Ganze kein Nerf sein. Deswegen, ich bin mal wirklich gespannt, weil auf dem Papier sah es halt extrem aus. Ne? Wie gesagt, das mal vorweg. Deswegen mal gucken. Bin wirklich gespannt auf die Talente. Besonders auch auf das Talent der Vindicator, weil die hat auch, ja, dort stand es, glaube ich, bei 75% oder was. Noch dort lief im Hintergrund die richtige Berechnung, aber die falsche Anzeige. Laut Massive. Wie gesagt, da werden wir erst testen können, wenn wir sie wirklich in Händen halten.
Die Exo-Handschuhe, Rug-Gauntlets, die wir eben angesprochen hatten, die hatten ja einen Bug und fühlten sich extrem scheiße an. Das soll behoben sein. Ich persönlich bin immer noch nicht so überzeugt von denen, selbst wenn alles so funktioniert wie geplant. Mal abwarten. Na, mal gucken. Zorn des Jägers, die Änderung der Lebenspunkte bei Tötungen. Ihr wisst ja, die haben es auf dem Set selbst als Bonus wurden Lebenspunkte bei Tötungen von 100 auf 50% reduziert. Durch die Änderung und Buffs der generellen Lebenspunkte im kompletten Spiel könnte das Ganze sonst viel zu stark werden. Sagen sie. Ich bin gespannt, wie es sich schlussendlich spielt. Wie das Feedback sein wird. Ja, werden wir sehen. So, als nächstes kommen wir zum Season Pass. Der kostet wie immer, wie alle anderen auch, 1000 Premium Credits. Und verfügbar für alle Spieler, die Warlords of New York besitzen, mit einem Level 40 Charakter durchgespielt haben. Und die SHD-Uhr besitzen. Eine neue Maske, die wird es auch geben in dem Season Pass, die ganz nice ausschaut. Dazu natürlich wieder neue Outfits, Waffenskins, Emotes etc. Die Bekleidungsevents, die wir am Anfang angesprochen hatten, das erste heißt Veiled Tactics. Bietet 4 neue Outfits, Militärstyle bestimmt das komplette Event. Und hier seht ihr ein bisschen was davon. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich meine, so Militärstyle, da feiern eh die meisten von uns, ne? Das zweite, Last Resort, das kehrt zurück aus Jahr 2. Schon gut was lang her. Von den New York Factions inspiriert. Es kam manchmal sogar um Warlords of New York rum. So ein bisschen. Wer verpasst hat, der kann sich freuen und kann das Ganze nachholen. Und dann noch so eine Sache, die in den Shop kommt. Ich meine, klar, wir haben uns alle geärgert drüber, verständlicherweise, wie krass teuer das Outfit vom Recruiter war, vom Anwerber. Ja, es ist so eine Grauzone, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich persönlich, wie gesagt, ich habe da eine ganz besondere Meinung zu, ich unterstütze das Ganze wirklich gern. Aber so ein bisschen weniger könnten sie schon, ne? Sie könnten mehr raushauen, dafür Preise ein bisschen niedriger, weil du triffst eh nicht jeden mit demselben Geschmack. Aber so ist es halt deutlich besser finanzierbar für die meisten Leute. Und man kann trotzdem sein Game unterstützen, ne? Aber ja, mal gucken. Weil das hier klingt tatsächlich ganz geil. Die Outfits von China, also damals von Warlords of New York, ne? Die ganze Season dreht sich darum, passt alles zu New York, weil wir nach New York gehen. Die Outfits von China und allen Manhunt-Bossen, ne? Also hier von Kajika und Theo Panel und was der Geier, die anderen, die gesamten Uniformen, die werden während der Season im Shop verfügbar sein. Ich hoffe so als Bundle oder so, muss man mal gucken. Warum nicht, kostet er wieder Sack und Seele, aber an sich geile Sache, ne? Die Outfits echt cool sind. So, kommen wir weiter zu Project Resolve. Und da ging es um den Gearlock, der wurde nochmal angesprochen und das Feedback der Community war diesbezüglich eindeutig. Deswegen wird es daran keine Änderungen geben und es wird für den Konfliktmodus dann aber auf jeden Fall kommen. Es kommt dann mit Titelupdate TU20.1 und da wird man dann in dem Konfliktmodus in den Spawn-Arealen, da wird man dann sein Gear noch wechseln können und dann, wenn man ganz normal spielt, nicht. Ich persönlich hoffe ja, dass das auch in die DZ kommt, aber da muss man mal abwarten, wie Feedback sein wird. Der Konflikt an sich bekommt dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und eine ganze Menge Upgrades über mehr XP, über mehr Loot und Gear, was man bekommt, bis hin zur Rausnahme der SHD, der Shade-Boni, der ganzen passiven Boni und den Expertise-Leveln, die man auf seinem Gear drauf hat. Es soll sich in Bezug auf den Konfliktmodus wohl wirklich mehr wie ein Taktik-Shooter anfühlen, wo man mal ein bisschen was anderes macht, abgesehen von dem RPG-Aspekt, den Division 2 ja bietet. Und für alles andere soll es dann die Dark Zone geben, was entsprechend PvP angeht. Bin mal gespannt. Die Expertise-Änderungen wurden nochmal angesprochen, dass einfach alles schneller geht und sich weniger wie ein krasser Grind anfühlt. Ja, und über einen Ausgleich für Spieler, die sehr viele reingeklatscht haben in ihr Gear. Ressourcen und Exokomponenten und sowas, da wurde nichts drüber gesagt. Auf jeden Fall wird es halt jetzt in Bezug auf die Leute, die relativ wenig geupgradet haben oder die gar nichts gemacht haben, für die wird es jetzt natürlich deutlich angenehmer. Die Tinkering, ich traue mich gar nicht auszusprechen, Bastelstation, weil der Name einfach so scheiße ist. Bleiben wir bei Tinkering, glaube ich. Tinkering klingt ganz geil. Die Tinkering-Station wurde auch nochmal gezeigt. Ja, schön, das Ding zu haben, aber es bleibt einfach ein Goodie. Ne? Im Endeffekt sparen wir etwas Zeit beim Bauen, beim Umwandeln, beim Basteln etc. pp.
Und ja, das Ganze war zusammen mit den Inventarplätzen tatsächlich das größte Problem am Loot-Management, was das angeht. Mal schauen, ob und was sie sich da noch einverlassen, weil irgendwie geht es so ein bisschen in die Richtung. Ne? Sie packen mit der Tinkering-Station den Kram to go ein, machen das Ganze zugänglicher. Das gleiche mit den Fertigkeiten Mods, die entsprechend angepasst werden, da reden wir gleich nochmal drüber. Und ja, das ist schon eine coole Sache eigentlich. Ne? Nice to have, schauen wir mal. Wir brauchen nochmal, wie gesagt, mehr Platz. So, weiter geht's. Die Global Events, die wurden ja auch geändert, weil viele fühlten sich nicht wirklich gut an. Und in Guardians zum Beispiel hat man jetzt auch, kann man Schaden an Gegnern machen, die vorher immun waren. Und die sollen einfach mehr Spaß machen und sich nicht anfühlen, als wäre man gehandicapt. In Hollywood droppt die Spezialisierungsmunition direkt am Agent. In Polaritätswechsel verliert man zum Beispiel die Stacks beim Schuss auf den falschen Gegner erst bei einem Kill. Und in SSG Exposed und in Reanimiert wurden ein paar Boni verbessert. Hier der Pulsradius erhöht bei Exposed. Und hier die Heilwolke auch ein bisschen vergrößert. Bin ich mal gespannt. Ich meine, dabei jetzt Reanimiert fand ich tatsächlich nicht so schlecht. Das war ganz cool eigentlich. Deswegen ja. Aber so ein paar andere, wie gesagt, die ersten angesprochenen, die waren nicht so prall, meines Erachtens nach. Kommen wir zu The Descent, der Abstieg. Und die Talentrotation wurde da verkürzt auf 3 Tage. Vorher hieß es eine Woche lang, dass die Talente dort rotieren. Das ist jetzt alle 3 Tage so. Und bedeutet, alle 3 Tage gibt es neuen Kram zum Rumspielen. Dadurch, dass immer mehr Talente etc. hinzukommen, wird es eine gewisse Anzahl, wird es eine gewisse Auswahl geben. Und diese rotiert dann zufällig alle 3 Tage. Bin da auf euer Feedback gespannt. Besonders das auf unserer Abstiegsspezialisten, weil ich weiß, dass so einige da so richtig hinterher sind. Der Minimum-Loop im Descent ist dann jetzt 4, ne? Also nach 4 Loops könnte man theoretisch den Nemesis erreichen. Ob man das will und ob man das packt, ist wieder eine andere Sache. Der Maximal-Loop, wenn man wirklich kompletten schweren Kram hat, liegt bei 9. Und ja, generell gibt es auch da einfach deutlich mehr Loot und weiteren Kram, ne? Quality of Life und neue Features wurden auch noch kurz angeschnitten, wobei jetzt kommen wir zu den Fertigkeiten-Mods, die auch zum Thema Inventarmanagement gehören. Die bekommen eine wohlverdiente Änderung, der höchste Bonus bleibt und wird nur noch von einem noch höheren oder dem maximal möglichen überschrieben im Inventar. Das heißt, man braucht nicht von dem gleichen Mod mehrere verschiedene Ausführungen, dass das mal gefixt wird, das ist auf jeden Fall nice. Ich hoffe, das greift auch auf andere Systeme über, dann hätte man da schon mal ein bisschen mehr Platz. Und ja, zusätzlich werden die Items, die geringere Werte haben, werden automatisch klein gemacht für Materialien. Das ist eigentlich eine coole Sache. Dann kam eine Sache, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, aber die richtig nice ist. Die beste Änderung, es gibt einen Vendor für Textilien. Ich weiß, dass viele von euch haben da mehr Textilien als die Altlander-Mafia. Ich gehöre auch dazu. Ich habe auch da einiges an Textilien. Und die wird man jetzt bei einem speziellen Händler. Der Kerl heißt Danny Weaver. Und der wird ähnlich zu finden sein wie der Snitch. Der versteckt sich auch überall. Und bei ihm kann man dann Kisten kaufen. Und pro Rotation nur eine gewisse Anzahl, damit man nicht hier seine ganzen Textilien auf einmal bam rausballern kann für keine Ahnung wie viele Exo-Behälter, weil die wird es dann da auch geben. Richtig coole Sache, so kriegt man das ein bisschen unter Kontrolle, weil ja, man hatte quasi nichts mehr, wofür es sich gelohnt hat, die auszugeben. Oder beziehungsweise hatte überhaupt nichts mehr, um die Textilien verwenden zu können. Deswegen richtig coole Sache. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Belobigungen sind wieder da. Ich weiß, dass viele Leute hier... Dennis, ich gucke dich an, falls du das hier mitbekommst und liest. Dann schreib mit mir mal rein. Belobigungen sind wieder da. Und das Team hat es endlich hinbekommen. Es wohl seit der Übernahme kam wohl keine Belobigungen mehr. Da hatten sie wohl ein bisschen Probleme, technische Probleme mit denen. Und mit weiteren Updates werden jetzt weiter hinzukommen. Das Ganze startet mit der aktuellen Season 3 und bringt Belobigungen für das verlorene Paradies, für die Incursion mit. Und sollen halt weitere Folgen dann nachträglich. Coole Sache auf jeden Fall für Leute, die darauf abfahren. Deswegen richtig nice. So, dann auch noch eine Sache, die ganz cool ist, wo sich wahrscheinlich viele darüber freuen werden, ist, dass Leaderboards resettet werden. Was Candy College angeht, Festungen, Raids und sowas, die volle Liste dazu, die folgt noch. Deswegen werden wir das hier nur kurz so anschneiden. Bin mal gespannt, was wirklich schlussendlich resettet wird. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, besonders nach so vielen Jahren und nach einem Neustart, wie Project Resolve sich ja darstellt.
macht es tatsächlich auch Sinn. So, dann gibt es noch eine Idee in Bezug auf den Power Creep. Ne? Also unsere Charaktere werden ja, wisst ihr, durch Expertise und durch die ganzen Waffen, zu viele Damage-Talente, wir werden einfach viel zu stark und es fehlt an herausforderndem Content. Dessen sind sie sich bewusst und es gibt einige Ideen. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache, die ich richtig abfeiere, weil dahingehend sollte immer passieren. Das Ganze kam beim Q&A, wo jemand hier im Stream nachgefragt hatte, diesbezüglich auch, was legendär angeht, die Open World und so. Was aber tatsächlich schwierig ist, da es nur eine Fraktion gibt, die für legendär getuned ist und dass die quasi Missions... Die sind ja für bestimmte Missionen, sind ja, wie hat er gesagt, handgecrafted, ne? Also quasi exakt genau auf die Mission abgestimmt. Das in der Open World zu erlauben, das ist wohl ein Heidenchaos. Keine Ahnung, ich hoffe, wie gesagt, dass sie sich was einverlassen oder dieses Mittelding zwischen heroisch und legendär. Aber das ist wieder was für ein anderes Video. So, und das war's, Leute. Das waren die wichtigsten Sachen vom Special Report zur Season 3. Hoffen wir, dass morgen alles glatt läuft. Und schreibt mir mal auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns auf dem Discord vorbei. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.